So, willkommen zum Produkttest des Klatronic Milchaufschäumers. Ich habe jetzt schon mal Milch eingefüllt. Hier eine Tasse voll. Und mache jetzt noch einen Löffel Kakao dazu. Deckel rauf. Und drücke die rechte Taste erhitzen und aufschäumen. Das dauert jetzt, siehst du, ich wollte mir ein Handy dazulegen. Ja, hol das mal schnell. Die erste Vibration, also das erste Anschalten, ich habe es ja schon mal angehabt. Hat er sich ein bisschen anders angehört. So als wenn der Motor erst eingelaufen werden muss. Jetzt ist das, finde ich, vollkommen normal. Ja, ist auch schon leicht warm. Nach einer Minute 6, also eine Minute 10, ich bin herausgegangen, also eine Minute 15 würde ich sagen. Also ich zähle einfach 10 Sekunden dazu, weil länger hat es ja nicht gedauert. Oder 15 Sekunden dazu von mir aus. Ja, es dauert ganz schön lange. Ein Minuten runter, würde ich so schätzen. Ja, ist ja schon warm. Auf dem Deckel noch Folie drauf, die Sonnenfolie drauf. Lass dich aber erstmal dran, wir setzen den Fall, dass wieder irgendwas. Also, wie du merkst, dass da was passiert. So, 2 Minuten 17, 2 Minuten 18, 19, 20 plus die 15 sind 35, also 2 Minuten 35. Aber jetzt sieht es ja schon sehr gut aus. Der Milchschaum vorhin ohne Kakao war schon sehr schön fluffig, muss ich sagen. Fluffig, man konnte ihn gut gießen, war kein Bauschaum. Also schön gießfähiger Schaum. Ja, man sieht ja jetzt, man sieht kaum noch das Rührrad da unten. Also der Schaum ist, würde ich jetzt sagen, bald fertig. Heiß ist er auch schon. 3 Minuten 20. Ja, das geht ganz schön Zeit ins Land hier. Das dauert ganz schön lange jetzt, muss ich sagen. Naja, 4 Minuten jetzt. Knapp. Na, nun mach aus jetzt. Los. Vier Minuten. Nun mach mal jetzt hier. Und sieht ja fast so aus, als wenn er gar nicht mehr ausschaltet, wa? Also das finde ich ja jetzt ein bisschen sehr lange. Also da. Ja, will ich nicht sagen, da stimmt was nicht, aber weil der ist jetzt schon so heiß. Dass ich fast denke, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Aha, also, jetzt habe ich 5 Minuten auf der Uhr.
Stopp, drücken wir mal. Hat vielleicht auch daran, weil da Kakao jetzt drin ist. Naja, so sieht er aus. Ist aber schön fluffig geworden. Lecker, lecker, lecker. Oh, super lecker, super lecker. Ganz fluffig, ganz feinporiger Schaum. Heiß vor allen Dingen auch, also so, dass man trinken kann, aber heiß. Gut, da wartet man halt 5 Minuten. Dauert ja, glaube ich, jetzt im Kochtopf. Ja, dauert es ja auch 5 Minuten. Muss man auch heiß machen. In der Mikrowelle geht es schneller. Aber da ist es nicht so aufgeschäumt, ne? Ja, lecker, lecker. Ja, Milchschaum, Kakaoschaum, ne? Ist ja Kakaoschaum. Lecker, lecker, lecker. Naja. Kann man schön von oben runterlöffeln. Super lecker. Also, das war der Test Nummer 1 mit dem Erhitzen und Schäumen. Ja, heute ist noch ganz schön früh, deswegen bin ich noch nicht ganz bei Stimme. Teste ich mal die Taste 2 aus. Ich habe jetzt nur ganz wenig Milch reingemacht. Gestern hatte ich ja einen Kakao gemacht. Heute mache ich mal nur ein bisschen Milch mit der Taste 2. Die soll ja für Soßen zum Erwärmen sein, wird aber auch rühren. Und jetzt will ich mal den Milchschaum testen, wie der aussieht. Also mit der Zeit dazu, naja, gestern war es ja 5 Minuten, da war aber auch sehr viel Milch drin mit dem Kakao zusammen. Das soll ja bloß verdeutlichen, wie lange sowas halt dauert, ne? Weil der Gerät weiß ja nicht, dass ich da jetzt keine Soße dran habe. Die Anzeige sagt ja, dass da 3 so eine Stichellinien drauf sind, dass es vielleicht noch heißer wird. Bei der rechten Taste sind ja bloß 2. Heute gibt es bloß Kaffee, habe ich in so einen Teebeutel gefüllt. Also ich meine einen Kaffee. Aber man sagt, ich schon mal sehr gut heißt es. Ich denke mal, der würde mich zu heiß machen. Alles vorbei sein, soll ich. Ja, ich werde jetzt abbrechen. 4 Minuten, 3 Minuten sind jetzt um. Gestern habe ich ja für die doppelte Menge 5 Minuten gewartet. Jetzt warte ich also auch schon wieder 3 Minuten noch, weil das dauert zu lange. Ich breche jetzt ab, weil nicht, dass der mir die Milch so heiß macht. Also zu heiß darf die Milch nämlich nicht sein, weil sie dann verbrennt. Aha, also 4 Minuten. Knapp. Also die Konsistenz ist nach wie vor
Fluffig gießfähig. Wow. Aber ich glaube, die Milch ist zu heiß. So wie die dampft. So, jetzt kommt da noch heiß Wasser auf. Das lasse ich mir schmecken jetzt. Am frühen Morgen so einen leckeren Kaffee zu trinken. Lecker, lecker, lecker. Linke Taste werde ich nicht ausprobieren. Die sagt ja aus. Kalt aufschäumen. Also kalt aufschäumen. Nur aufschäumen. Nicht erwärmen.